habt ihr denn im Glas? Virgin Oak, unser Distilleries Only. Ja. Ah, sehr gut. Ich glaube, du hast sogar zufälligerweise dasselbe. Ich habe genau den im Glas. Das ist ja spektakulär. Leute, wir machen Live-Tasting. Wir haben alle denselben Whisky im Glas. Herzlich willkommen bei Die Taste. Wir haben heute wieder spezielle Gäste. Wir haben dabei Thorsten von St. Kilians. Ja. Und du stellst dich mal von selber vor, Norman? Ich bin. Norman mal der andere, der hat. Genau. Das war klar. Nein, ich bin der Konstantin von Whisky Enjoy. Genau. Tolles Lagerfeuer, wie dir damals Silvester 2012. Was du auch hier unten verlinken wirst. Ja. Nicht da. Nein, ist wahrscheinlich, glaube ich, immer hier ungefähr. Ja, werde ich jetzt natürlich machen müssen. Danke für den freundlichen Hinweis. Thorsten. Ja. Ihr habt gerufen, wir sind gekommen. Ja, da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir euch alle hier haben. Also das ist für uns natürlich auch eine große Ehre, dass ihr in diese Anzahl auch gekommen seid. Und für uns natürlich als junge, aufstrebende Distille ganz toll, wenn man sieht, dass wir euch auch begeistern können mit dem, was wir hier machen. Und wir hoffen uns natürlich, dass ihr uns weitertragt und dass ihr einfach ein bisschen zeigt, dass wir hier geile Sachen machen. Unter dem Teppich sieht man auch, wo wir sind hier. St. Kilian Distillers, ja, also immer noch hier in St. Kilian im Franken, Unterfranken, wurde vorhin gesagt. Und ja. Dein Job ist hier? Naja, also ich bin hauptsächlich für den Vertrieb auch zuständig, bin aber auch mit dem Tasting Panel, das heißt also ich mit Mario und mit Michael gucken wir halt, wie die Fässer, wie sie reif sind, was wir verwenden können, was noch braucht und so sagen. Dann bin ich natürlich viel auf Messen unterwegs, jetzt nächste Woche in Hamburg, drauf gleich in München. Und ansonsten natürlich auch, wenn Gäste da sind oder wenn Spezialgäste wie ihr jetzt da seid, dann braucht man natürlich auch Leute, die auch ein bisschen Sachverstand haben und das mache ich dann natürlich auch mit. Jetzt hast du eine Menge Dörfer angesprochen, wann kommt ihr nach Berlin? Ja, Berlin waren wir gerade erst beim Berliner Barberkonvent fahren. Aber wir haben für die ganz weiten Messen, sagen wir mal, da haben wir Leute, die das für uns machen. Okay, also da werden wir euch nicht treffen. Wahrscheinlich nicht. Es kommt auch immer darauf an, wie die Messen liegen. Manchmal haben wir Überschneidungen. Wir haben jetzt zum Beispiel während der Münchner Messe sind noch zwei andere Messen und da müssen wir halt immer gucken, wer kann wo sein, weil gerade bei den großen Messen brauchst du natürlich auch mehr Manpower. Auch, ne? Okay. Jetzt wurde St. Kilian 2011 gegründet, operativ habt ihr aber erst 2016 16, ja. angefangen. Am St. Patrickstag haben wir den ersten. Ein bisschen Romantik muss schon dabei sein. Komm, sag's auch mal. Ja, am St. Patrick's Day 2016 kam der erste Durchlauf durch diese wunderschönen Potsdills. 6000 Liter steht auch genau. Direkt dran. Ja. Wir hatten jetzt drei bisher im Glas von euch und wir beide zumindest waren von jedem erstmal beeindruckt, weil die alle sehr vielfältig sind und alle aber auch eine ungeheure Komplexität einfach haben. Du bist das erste Mal beim YouTuber und Vlogger-Treffen dabei. Ja, genau. Letztes Jahr in Thüringen warst du nicht da. War ich nicht dabei, habe ich nur selber auf Video beobachten können. Okay. Was macht dein Channel denn besonders? Mein Channel macht im Moment, glaube ich, besonders, dass ich mich hauptsächlich auf amerikanischen Whisky spezialisiert habe. Sprich, ich bringe Bourbon und Rye Whisky und was ist ansonsten noch so, also was nicht da reinpasst, aber trotzdem aus den USA und Kanada kommt, ins Video. Und ich finde, damit habe ich eine ganz gute Nische gefunden, weil ja eigentlich im deutschsprachigen Raum hauptsächlich Single Malt Whisky und Irish Whisky oder eben auch deutscher Whisky verkostet wird. Ja. Aber gut, dann bist du jetzt überflüssig. Nein, den One hatte ich tatsächlich auch im Video und der One gehört tatsächlich auch zu einem meiner erfolgreichsten Videos. Ja, sehr schön, sehr schön. Also, es kommt auch immer wieder was anderes, also was nicht aus den USA kommt, aber im Kerngeschäft möchte ich sagen, ist tatsächlich einfach amerikanisch. Also wir verlinken natürlich nicht nur aufs Video, sondern auch zum Channel und genau. Wahrscheinlich kriege ich auch irgendwann mal einen Link zurück. Schauen wir mal. Aber wir sind ja heute hier bei St. Kilian und St. Kilian hat uns nicht nur diese schönen Gläser hier vollgemacht, sondern auch mit St. Kilian vollgemacht. Was haben wir im Glas? Ja, also wir machen neben den Standardabfüllungen, oder was heißt Standard, haben wir ja noch nicht unsere Signature Edition Abfüllungen, die wir ins Land bringen, machen wir auch sogenannte Distilleries Only, also tatsächlich Fässer, die es nur hier gibt. Das rührt auch davon her, dass wir ja, ich sag mal, eine Distille sind, die auch viel experimentiert. Wir haben im Moment 177 verschiedene Fass- und Holzarten am Lager und eine unserer Kerngeschichten sind halt, dass wir auch Virgin Oaks nehmen, die in verschiedenen Röstgraden und das, was wir jetzt im Glas haben, ist unser aktueller Distilleries Only, ist ein Virgin Oak amerikanische Weißeiche mit einer hohen Toastrate, also ist lang getoastet worden, da kommt auch dann so die etwas dunklere Farbe her, was man von amerikanischer Weißeiche eigentlich gar nicht so kennt.
Prozent und mit 51% so ein bisschen über die Fassstärke rübergehauen und ja, schön. Ja, also Virgin Oak heißt, das Fass wird zum ersten Mal benutzt. Ja, ja, nicht mehr zum ersten Mal. Geschlagene Eiche. Genau, ist unbelegtes, ja. Unbelegtes Fass, war noch nichts vorher drin. Und ja, eigentlich im Whisky-Geschäft sagt man ja immer, ja, das ist schön, wenn man Sherry drin war oder ein Portwein oder sonst irgendwas. Aber ich finde, gerade hier bei der amerikanischen Weißeiche, klar, man riecht noch Holz, aber ich finde halt diese Vanilletöne total also toll. Du hast Vanilletöne, Dennis, ich bin ganz mal gespannt, weil ich habe tatsächlich ein bisschen vorher schon gelesen, ja, und auch natürlich einmal durchgeguckt, das Profil. Und ich habe gesagt, für mich, also ich kaufe auf jeden Fall eine Flasche. Ja. Aus dieser einen Flasche sind inzwischen zwei geworden. mein Papa ist ein großer Whisky-Fan, da muss man was mitbringen. Ja, natürlich. Und also allein schon der Geruch, es hört mich an. Ja. Also es gab für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, hier so zwei, also seit ich hier arbeite, zwei, man sagt mir im Englischen so schön, Wake-up-Calls. Da habe ich mir gedacht, naja, die Schotten wissen schon, warum sie nur Eiche nehmen, ne? und kein altes Holz zulassen. Und das wurde bei mir sofort schlagartig anders, als ich hier das erste Mal das Kastanienfass versuchen durfte, was wir ja auch in unserem Mond drin haben, mit 5%. Und der ist ja, wenn man ihn als im Glas gesehen hat, hat man gedacht, das muss ein Sherry sein, ein 20 Jahre alter Sherry, ne? Weil es so dunkel war. Der, ja. Und das dann hast du. Ja, und dann hast du natürlich auch tatsächlich die Esskastanie auch schmecken können. Das ist ein unheimliches Aroma. Und das zweite war tatsächlich auch die Virgin Oaks, die wir hier rumliegen haben, die alle in sich sehr komplex sind und eine ganz tolle Noten auch haben. Thorsten, ich glaube, wir haben unseren nächsten Whisky schon. Alle, oder? Ja, was hast du in der Nase? Also ich muss sagen, ich habe als erstes eine ganz starke Fruchtigkeit in der Nase. Sowas wie einfach also so helle Weintrauben, Mandarinen. Für mich geht es so ein bisschen in die Süße von der Banane. Oder vielleicht sogar auch ein bisschen Banane, ja genau. Was ja auch wieder praktisch die amerikanische Weißeiche verbindet. Ja, die Banane ist schon auch da. Ja, wollen wir mal nippen? Oder? Ja, ich hätte nichts dagegen. Ja, du hast nichts dagegen. Nichts Rückstandes. Ja, schön, dass ihr da seid. Danke. Also wie gesagt, wir da sein dürfen. Ja. Wir folgen jeder Einladung. Ja, es ist ja, was ich auch immer dazu sagen muss, ich meine, unser Andi, ihr habt ihn ja jetzt kennengelernt, also unser Chef, unser Inhaber, der hat natürlich seine Visionen und die sind toll und ganz klasse, aber alles Geld und alle Visionen nutzen nichts, wenn wir keine Leute hatten, die das umsetzen. Und unser Mario Rudolph und sein Team, also hier unsere Produktion, die haben von Anfang an das so verinnerlicht und haben so tollen New Make schon gemacht. Wir haben ja 2018 haben wir schon bei den World Whisky Awards in London die Goldmedaille mit unserem New Make gemacht und das zieht sich wie für mich so ein goldener Faden durch diese ganze Produktion, weil grundsätzlich bei allen Abfüllungen, und ich habe echt viele mittlerweile versuchen dürfen, hat man nirgendwo diesen Schnapscharakter oder diesen New Make Charakter, ne? Sondern man hat immer, selbst bei den Jüngeren auch, die jetzt noch gar kein offizieller Whisky ist, ne? Wir haben ja am Anfang diese Batch-Serie gemacht, wo wir noch keinen dreijährigen Whiskys hatten, und man hat nie diesen New Make Charakter gehabt. Ja. Das finde ich total klasse, das muss man erstmal hinkriegen. Ne? Wir haben vorhin im Bunker oben tatsächlich auch ein Dreijähriger zweieinhalb sogar nur, und der hatte schon die komplette Komplexität eines Whiskys, also man hätte jetzt nicht gesagt, dass da noch irgendwas fehlt oder so, der war einfach schon verdammt gut, und auch der hier. Ich muss echt zeigen, also es schwingt so eine richtig angenehme Süße mit, ja. Und dann kommt aber dann kommt wieder diese Komplexität, wie Thorsten auch sagt, das ist also unglaublicher Whisky, also wirklich. Also ich sag's mal so, du hast ja eben noch mal ein bisschen beschrieben, was das Team hier so macht und wie das entstanden ist und so. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse für dich als Vertriebschef oder Vertriebsleiter oder Vertriebsmensch generell, Mensch, die machen dir das einfach. Aber tatsächlich macht es uns Deutschland nicht einfach, müssen wir sagen. Weil, das Problem ist einfach, dass wenn du jetzt gerade im Außendienst tätig bist und du kommst jetzt in Regionen unseres Bundes, unserer Bundesrepublik, wo wir noch nicht so bekannt sind oder wo wir gar nicht bekannt sind, und du stellst dich dann halt vor, ich bin der Thorsten Marmus von St. Kilian, tolle deutsche Whisky-Destille, also ja, nicht schon wieder in Deutschen, ne? Das können wir auch sparen. Und für mich ist immer die Kunst, dem Menschen, der mir da gegenüber sitzt, zum
Trinken zu animieren, weil wenn er dann mal getrunken hat, und das ist tatsächlich in 100% der Fällen gewesen, dann kommt ein großer Aha-Effekt. Mhm. Ja, und ja. Das ist natürlich, was wir jetzt machen müssen hier im Vertrieb, ist natürlich eine unheimliche Fleißarbeit, aber da muss man auch wieder sagen, da hilft ihr uns natürlich auch unheimlich mit, deswegen sind wir auch so froh, dass ihr da seid, dass ihr, wir kriegen natürlich hier jetzt eine Streuweite auch und die Leute sind natürlich auch interessiert an unseren Produkten und das ist auch etwas, was mich von Anfang an fasziniert hat, ist, dass das selbst in den jungen Abfüllungen wir sehr wenig schlechte Kritiken gekriegt haben. Wir haben schon immer im Internet und auch in den Printmedien immer tolle Kritiken gekriegt. Da sind wir natürlich auch stolz drauf. Ja. Also wir haben einiges probiert und einiges probieren dürfen, werden auch noch einiges probieren und bisher wurden wir nicht enttäuscht. Wie ist der jetzt für dich? Also als Bourbon-Trinker oder als Wein-Trinker? Ja, ich bin im Moment tatsächlich mehr der Bourbon-Trinker, ja, aber ich finde ihn wirklich sehr angenehm, fruchtig, vanillig, rund, ein bisschen prickelig auf der Zunge, ja. Und tatsächlich ja, ein vollmundiger Whisky, der auch auf der Zunge liegen bleibt, der erhalten bleibt, leckerer, ja. Richtig schön lecker. Keine Jahresangabe. Ja, gut, da ist auch 3 Jahre. Ne? Ja, aber drei Jahre schreibst du ja nicht aufs Glas. Aufs Glas, aber auf die Flasche schreiben wir schon. Ja, also das ist nicht mit Stolz. Ja, doch, auch mit Stolz, weil wir können ja nicht zaubern, wir können ja nicht 6 Jahre draufschreiben, aber wir können mit Stolz behaupten, dass viele in Blindverkostungen gar nicht merken, dass wir 3 Jahre alt sind. Also wir hatten jetzt, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir haben einen eingeschleust in eine sehr illustre, unseren Dreier in eine sehr illustre, ich sag mal, Profi-Verkoster. Und hatten unseren Dreier da eingeschleust und es war ein Eiler-Tasting und es hat keiner gemerkt, dass es kein Eiler ist und es hat keiner gemerkt, dass der erst 3 Jahre alt ist. Also, so viel zu dem Thema. Ja, und da können wir schon stolz drauf sein. Eiler würde ich jetzt ausschließen. Nee, jetzt nicht bei dem, eben bei unserem Tree. Okay. Aber was ich auch noch dazu sagen will, und das ist auch das Interessante bei uns, ist, wir wollen ja alles transparent machen. Ja. Und das werdet ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, das haben wir jetzt nicht nur für euch so gemacht, sondern das ist also bis auf die Einhausgeschichte, dass ihr unseres Heiligtum kommen durfte, aber hier in unserer Destille, die ganzen Leute, die herkommen, die dürfen alles sehen, die dürfen alles fotografieren, die dürfen fragen, dürfen gucken, dürfen riechen, dürfen schmecken, alles. Und genauso transparent, wie wir hier in der Destille sein wollen, wollen wir auch in unseren Flaschen sein. Und so haben wir grundsätzlich immer draufstehen, dass es 2016 destilliert wurde und 2019 abgefüllt wird. Und wir haben hinten immer ein Fassdiagramm auf unseren Flaschen, wo halt nun mal draufsteht, was da eigentlich drin ist. Also man kann sogar prozentual ableiten, was da drin war. Und bei unserem One zum Beispiel, da waren es ja 5 verschiedene Fasstypen. Und das finde ich auch schon. Also wir reden über das, was wir hier machen, ganz offen und stehen auch zu den 3 Jahren. Aber du hast ja auch gesagt, 177 verschiedene Fasstypen generell. Das ist natürlich auch eine ordentliche Ansage, dass das machen andere Distill gar nicht, die halten sich an 2, 3 verschiedene Fasstypen fest oder 4 oder so und ihr probiert da extrem viel rum. Aber wie gesagt, bisher alle irgendwo mit einem guten Erfolg. Also ich muss mich da anschließen. Bis jetzt, wir haben schon ein paar Whiskys probiert und auch wenn die nicht 5 Jahre, 10 Jahre, was weiß ich, wie viele Jahre alt sind, also ich wurde bis jetzt noch nicht enttäuscht und also braucht ihr euch nicht verstecken. Und da können wir ruhig transparent sein. Und wenn man dann wirklich in so einer Blindverkostung, wie du eben gesagt hast, mit Profis arbeitet und die dann eben nicht erkennen können, dass es kein 40 Jahre alter. Wir haben vorhin an dem Torfmonster gerochen und ihn probiert. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich komplex. Also, für 3 oder 4 Jahre, was er hat, kann ja in einer ganz anderen Liga mitspielen. Wir haben ja hier von Anfang an immer gesagt, wir wollen auch eine gewisse Qualität. Ne? Also wir wollten jetzt nicht wieder irgendein deutscher Whisky sein, sondern der Deutsche und wir wollen in die Champions League irgendwann machen, was man als Fußballer sagen kann. Und das kriegst du natürlich nur hin, wenn du eine Qualität hast. Ne? Ja. Und wir würden zum Beispiel gerade beim getorften Whisky, du kriegst diese Qualität. Der gemälzten Gerste hier in Deutschland nicht. Mhm. Das ist nicht, dass die das nicht können. In Bamberg, die Rauchbiere sind weltbekannt, aber die Zusammensetzung des Torfes, ich habe nicht gesagt, gut, ja, bekannt, ne?
Aber die ich kann das rausschneiden. tatsächlich die Zusammensetzung des hier ist in Herrenberg auch schon angekommen. Ja, auch das kann ich rausschneiden. Ja, aber was wir eigentlich damit sagen wollen, so machen wir da zum Beispiel keine Experimente, sondern da sagen wir ganz klar, da muss Torf von Schottland her. Okay. Und da kaufen wir zum Beispiel die gemeldete Gerste aus Schottland. Da haben wir einen Partner in Highlands. Ne? Ich habe noch genau zwei Themen, die ich ansprechen will. Wenn du was hast, hau mal. Ich würde jetzt einmal sagen, wir haben letztes Mal, das Video kommt noch demnächst, auf der Burg Scharfenstein auch über deutsche Whiskys gesprochen und über das Image der deutschen Whiskys, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Da wurde von vielen YouTubern und Bloggern und Podcastern und wer da alles war, schon ein bisschen bemängelt, dass das Image schwierig ist, obwohl die Japaner jetzt das auch noch nicht so viel länger machen als in Deutschland oder wie auch immer. Aber die haben gleich ein besseres Image gehabt. Als die angefangen haben, da war das Image einfach besser. Ja. Die Schotten und Iren natürlich, die Amerikaner machen das auch schon ewig, das ist klar. Aber warum ist dieses Image so schlecht oder ist das nur eine typisch deutsche Wahrnehmung für dich? Nee, das ist tatsächlich so. Aber also man muss das, glaube ich, differenzieren. In Deutschland sind halt für mich die meisten, die Whisky herstellen, machen das halt nebenher, weil sie eben wissen, da kann man ein bisschen Geld damit verdienen. Waren die Obstbrenner vorher? Genau, ja. Und wir haben dann gemerkt, ach guck mal, Whisky, ne, das kann ich ja eigentlich auch machen, Brennblase habe ich, ne, Maische kann ich auch zusammensetzen, fertig war der Whisky. Ne. Und in Japan ist man ja ganz anders da rangegangen. Da hat man ja genauso wie wir hier das gemacht haben, hat man natürlich investiert, ne, in ordentliche Brennblasen, in Qualität. Ne. Und es ist ja auch bei uns hier so zum Beispiel, das Ganze würde nicht funktionieren, wenn wir jetzt tatsächlich einen Obstbrenner hier hätten. Aber wir haben nun mal 4 Bierbrauer hier. Und was hier in den Washpacks passiert, ist halt nur mal, dass wir eine Art Vorstufe von einem Bier herstellen. Und dann macht es natürlich Sinn, dass du einen Bierbrauer hast. Und die zweite Geschichte ist natürlich, die meisten Mitbewerber hier in Deutschland sind natürlich kleine Manufakturen, die ja nicht unbedingt mal schlechten Whisky machen, aber sie haben A, nicht die Kapazität, um auch an tolle Fässer zu kommen, weil das Fass ist das teuerste an der ganzen Geschichte. Das haben wir beim letzten Mal auch gehört in Thüringen, da wurde eben auch gesagt, dass sie arge Probleme haben, gute Fässer zu kaufen oder an gute Fässer ranzukommen. Genau. Mhm. Und dann natürlich auch die Lagergeschichte. Ne? Was wir hier gerade im Moment machen, ist, wir produzieren viel, viel mehr, als wir verkaufen. Das heißt, man kann ganz klar sagen, im Moment verdienen wir hier kein Geld, im Gegensatz, wir verbrennen eben. Aber das müssen wir machen, weil wir wollen ja irgendwann mal Jahrgänge machen. Ne? Ja, wenn ich jetzt irgendwo, und da haben wir halt nun mal 75% davon, kleine Manufakturen sind, die jetzt, was weiß ich, im Jahr 1000 oder 2000 Liter Whisky herstellen, dann haben die gar keine Möglichkeit, in die Jahrgänge zu gehen. Das heißt, sie werden immer frische Whiskys haben, weil sie die natürlich verkaufen wollen. Auch das ist ja Lagermöglichkeiten stehen zum Teil ja auch verkaufen müssen. Ja, klar. Lagermöglichkeiten nicht da, sie müssen verkaufen, Platzmangel. Genau. Und dann fehlt aber auch das Geld fürs Marketing wahrscheinlich, um eben eine Marke zu bilden. Oder? Aber wenn du natürlich ein schlechtes Produkt hast, und dann muss man einfach sagen, es gibt in Deutschland viel schlechten Whisky. Das ist einfach so. Nimm mal einen. Ich möchte mir keine Feinde machen. Ich könnte dir eine ganze Reihe aufzählen. Sein Chef hat vorhin nur 2 schlechte genannt. Er hat sich getraut. Naja, du, er kann das auch. Er ist in einer anderen Liga als ich. Na, ich möchte morgen mal. Du weißt nicht, wo du morgen arbeitest. Das nicht, aber ich bin ja in meinem Leben außerhalb von St. Kilian auch noch mit Whisky tätig und mache auch Tastings deutschlandweit. Und das möchte ich auch gerne weitermachen. Aber ich meine, es ist einfach grundsätzlich so, dass schlechte Dinge kannst du nicht gut machen. Das ist mal eine Geschichte. Und die andere ist halt, wir Deutschen haben es halt nun mal geschafft, uns ein bisschen zu mausern, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du noch so, ich sage mal, ich habe einen Bruder, der ist 12 Jahre älter als ich. Ne? Den kenne ich hier noch mit Dimples, Rag, Rauchzart und so, Hauptsache es kesselt und dann weg. Ne? Aber mittlerweile haben wir ja wirklich hier eine Kultur auch, wo der Mensch, der Deutsche, bereit ist, für ein gutes Getränk, für ein gutes Essen auch Geld zu bezahlen. Ja. So. Ja. Und die das machen, die haben natürlich auch einen gewissen Sachverstand und die erkennen schlechten Whisky. Ja. Und da kommt auch das. Ist nicht gerade diese Slow-Food-Bewegung, auch die dann viel eben auf Entschleunigung beim Essen, beim Trinken setzt. Und ich merke das ganz arg. Ich meine, ich bin selber noch unter 30 und ich habe ganz viele Kumpels, Bekannte, Freunde, die eben bewusst wieder auf Whisky, auf Gin, auf ähnliche Sachen zurückkommen, auch auf gutes Essen, das dann eben mal 40, 50 Euro kostet. Ja. Aber dann halt einfach sagen, okay, dann sitze ich auch mal anderthalb Stunden da. Ja. Einfach, weil unsere heutige Kultur einfach so schnelllebig geworden ist. Ja.
Und da finde ich, ist das einfach eine super, super gute Sache, wenn du dann von vornherein eben auf Qualität setzt, ja, einen guten Whisky machst und dann halt eben ein bisschen brauchst, bis du den auf den Markt bringst, eben die paar Jahre braucht man. Und dann das ist ja klar. Hast du aber sowas im Glas. Ja, aber Genussmittel bedeutet ja auch Genuss und Genuss braucht genau einfach auch eine gewisse Zeit und eine gewisse Qualität. Ja, genau. Das, was du sagst, ist natürlich musst du den Qualitätsgedanken von Anfang an spinnen. Das heißt, bevor du überhaupt den ersten Tropfen brennst, musst du dir ja schon Gedanken machen. Da muss ich auch sagen, auch hier ist bei St. Kilian nichts dem Zufall überlassen worden. Ja. Man hat hier wirklich sich die Zeit genommen, wenn du überlegst, 2012 war die eigentliche Gründung und 2016 hatten wir das erste Mal hier den ersten Durchlauf haben. Das heißt, wir haben ja 4 Jahre nicht nur gebaut, sondern auch geplant, gemacht, getan und bevor geschult, hier irgendwas Leute geschult, natürlich, und bevor hier überhaupt irgendwas passiert ist, hat man natürlich auch Durchläufe gemacht, um zu gucken, na, was müssen wir noch, wo ein bisschen, welches Rädchen muss noch gedreht werden. Man hätte auch einfach sagen können, so, jetzt machen wir doch einen Floß, ne? Und das verkaufen wir schon, aber das bringt ja nichts, sondern wir wollen ja von Anfang an sagen, hier, wenn jemand das Wort St. Kilian in den Mund nimmt, dass der eben weiß, da ist ein Qualitätsgedanke dahinter. Ohne auch, und das muss ich auch wieder sagen, ohne dass man die Leute auch hier irgendwie abziehen wollen, weil die liegen auch preislich in einem Segment, wo man sagen kann, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich top. Ne? Und ich hoffe und wünsche mir wirklich, dass das bald deutschlandweit auch ankommt, was wir hier machen. Und das wäre mein größter Wunsch. Jetzt haben wir gleich noch 2 Fragen. Ich rufe Dennis die einmal zu, dass er mich gleich erinnert, weil ich vergesse das ja immer. Ja. Einmal Torf und einmal Preis. Jetzt will ich aber vorher nicht, du bist jetzt die ganze Zeit so ruhig. Ja, ja. Was muss denn ein guter Whisky für dich mitbringen? Also jetzt kein guter deutscher Whisky, sondern erstmal generell ein guter Whisky. Also ich glaube, ich würde viel lieber gerade noch auf das einsteigen, was er gesagt hat tatsächlich. Also der Preis ist tatsächlich auch eine gute Sache. St. Kilian liefert tatsächlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ab, finde ich tatsächlich irgendwie. Also man kennt da aus Deutschland wirklich also diese kleinen 0,5 Abfüllungen mit einem horrenden Preis, wo man denkt, oh, super, was für ein Obstler. Da ist genau das, glaube ich, wo du angefangen hast. Irgendwie auf 2012 angefangen. Also wo die Firma gegründet und dann war Arbeit. Genau. Und ich glaube, dass bei vielen deutschen Destillen das einfach so gewesen ist, dass da einer in der Destille gesagt hat, oh, wir brennen jetzt halt Whisky und ein Jahr später ist der erste Whisky auf dem Markt. Oder sagen wir mal drei Jahre später ist der nächste Whisky auf den Markt gekommen, irgendwie ohne dass die auch nur die geringste Ahnung davon gehabt haben, was sie gemacht haben. Ja. Und das muss man tatsächlich erstmal wieder ausbaden. Ja. Genau. Weil das ist ja tatsächlich ganz großflächig passiert in Deutschland, in Österreich. Und da gibt es ja nur ganz wenige, die das so machen, wie ihr das nicht so nur beim Whisky tatsächlich. Mhm. Also ja, wahrscheinlich. Gin ist ja noch schlimmer. Da gibt es ja noch so viele Lizenzbrenner. Ich habe auch gesagt, was jeder, der eben irgendwie mal an der Ginflasche vorbeigelaufen ist, fühlt sich berufen, jetzt Gin herzustellen. Theoretisch kann das ja auch jeder, der irgendwie an einer Ginflasche vorbeigelaufen ist, machen. Ja, aber egal. Also guter Whisky, was bedeutet guter Whisky für dich? Für mich einfach ein runder Geschmack. Es muss mir persönlich schmecken. Es darf gerne ein bisschen rauchig sein, es darf gerne torfig sein. Für mich ist es ein ausgewogenes Aroma. Auch gerne mal was Süßeres. Ich mag die Vanillenote ganz arg. Das ist so voll mein Ding. Zu rauchig, zu torfig eben nicht. Da will ich aber noch als Einsteiger eben ein bisschen unerfahren oder wie bei bitterer Schokolade. Das entwickelt sich vielleicht noch. Nee, so ein Gesamtpaket mag ich ganz gerne. Bei mir ist das ganz einfach zu beschreiben. Ich bin zwar, wenn ich hier meine Arbeit im Tasting Panel tue, muss ich natürlich in die Tiefe gehen und muss da auch die Notes für mich irgendwo greifbar machen. Aber grundsätzlich, wenn ich privat Whisky trinke, dann ist ein guter Whisky für mich oder ein wirklich feiner Whisky, wenn ich mich einfach hinsetzen kann und kann mich dem hingeben. Weißt du? Du hast einfach Spaß und Freude, wenn du trinkst und ich mag dieses samtig-ölige Gefühl auf der Zunge. Und ich sage, für mich gibt es eigentlich wirklich nur 2 Aromen. Schmeckt nicht. Damit möchte ich mich abends beschäftigen. Weißt? Das ist einfach für mich nicht. Klar, das machen vielleicht viele Leute, aber wenn ich zu Hause bin, gut, ich habe natürlich auch, ich muss es hier halt, aber für mich ist daheim dann, ich möchte ihn einfach riechen, schmecken, spüren, fertig.
und mir nicht Gedanken darüber machen, ob ich da irgendwo noch eine Pamplemousse hinten dran finde oder irgendwas. Weißt du, das ist für mich einfach dann die Freude an dem Getränk. Und da ist mir Sachen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe zu Hause gar nicht so viel Whisky, wie manche Leute denken, aber da sind auch welche dabei, die sind jetzt eigentlich verschrieben. Ja. Also ich habe auch Whiskys daheim, wo man jetzt nicht sagt, das wäre jetzt die Creme de la Creme, wenn ich Bock drauf habe und es ist an dem Tag der richtige Whisky, ist es halt so. Aber das Credo unseres Kanals, dass wir sagen, wenn es schmeckt, schmeckt es. Ne? Und jeder hat seinen eigenen Geschmack, über Geschmack lässt sich immer streiten oder eben auch nicht, weil jeder Mensch ist anders und jeder Mensch schmeckt das auch anders und jeder Whisky hat einen Daseinsberechtigung. Ja, das vielleicht. Nein, das ist so. Da bin ich eine ganze vehemente Verfechter dafür, weil stell dir mal vor, wir hätten wirklich so einen Einheitsgeschmack. Ja. Dann bräuchten dann gibt es die Distille dazu, dann hätte jeder einen Whisky, einen Gin. Fertig, ne? Aber deswegen gibt es eben auch nicht den einen Whisky, weil dem einen schmeckt er, dem anderen schmeckt er nicht. Ne? Ja. Du weißt auch nicht. Genau. Hab mir kurz Gedanken dazu. Es dauert ja mal so ein bisschen. Was für mich einen guten Whisky ausmacht, ist tatsächlich, wenn man noch in einem gewissen Maß den Brennereicharakter rausschmecken kann und wenn man, und das ist ja für Whisky so wichtig, auch die Fasslagerung merkt. Tatsächlich. Also wenn wirklich. Wenn man merkt tatsächlich, dass der Spirit mit dem Fass und der Zeit gearbeitet hat. Mhm. Also das muss man rausschmecken, dann ist es ein guter Whisky. Wenn man das nicht hat, da braucht man von Fehlnoten gar nicht reden, dann ist es einfach. Also das sind die zwei Grundvoraussetzungen für mich, wo ich sage, ja, das ist ein Whisky, das ist ein schöner Whisky, irgendwie, da kann was sein. Ja. Ich habe mit dem Andi von Whisky und Vinyl auf dem Herweg, wir sind 600 Kilometer zusammen Auto gefahren, haben wir viel über Fehlnoten gesprochen und viel darüber gesprochen, wie schwachsinnig wir Fehlnoten finden, weil wir eben einfach sagen, jemand, der ein Whisky macht und der sich, wie jetzt hier zum Beispiel St. Kilian, Gedanken darüber macht, wie das Produkt am Ende sein soll, der kümmert sich eigentlich nicht um Fehlnoten. Vielleicht will der, dass das ein bisschen nach Streichholz schmeckt. Ja? Ja. Und ein anderer sagt aber, das ist eine Fehlnote und die Distille will aber genau das erreichen, irgendeine Charakteristik. Viele sagen, ein Eiler hat nur Fehlnoten eigentlich im Geschmack. Ja. Also, das Problem bei der ganzen Geschichte ist ja, du kannst dich, wenn du einen Whisky in irgendeiner Weise kreierst, egal ob das ein Blend, ein Single Model, sogar ein Single Cask ist, ne, du kannst dich ja, so sehr du auch willst, darauf konzentrieren, wie könnte er der Gefolgschaft schmecken. Aber irgendwo ist ja trotzdem immer dein eigener Geschmack mit drin und das macht es halt nun mal so schwierig. Und da bin ich auch wieder beim deutschen Whisky, weil da ist ja das Problem, dass wir viele Brenner haben, die halt ein ganz anderes Verständnis auch für einen Whisky haben. Und wenn man mich früher gefragt hat, auch wie ich noch nicht hier gearbeitet habe, wie ich deutschen Whisky beurteile, ich habe immer gesagt, man muss sich auf die Sache einlassen. Man muss wissen, das sind keine Menschen, die Whisky als Hauptbestandteil ihres Lebens sehen, so wie es die Schotten machen, sondern das sind Leute, die ein Getränk herstellen, das aber nicht ihr Premium-Produkt ist. Ja. Und dementsprechend kann man schon anders an die Sache rangehen. Deswegen finde ich das von Fehlnoten eigentlich auch, Noten zu sprechen, auch teilweise auch unfair. Weil auch da sind wir wieder, da setzt du 20 Leute hin und vielleicht 8 reden von Fehlnoten, 2 sagen, ja, kann man ganz gut trinken und 10 sagen, ja, schmeckt mir gut. Ja, das kann man also, ja. Das finde ich in der Tat auch immer schwer, aber soll ja auch jeder so definieren, wie er es möchte, das ist ja auch vollkommen okay. Ja. Ich will nur darauf eingehen, was du gesagt hast, dass du eben sagst, dass derjenige versucht, einen guten Whisky zu machen. Wir haben das erlebt, Mario ist ja auch viel rumgereist nach Schottland, war viel unterwegs, hat sich bei anderen Distillern Tipps geholt, ist da mitgelaufen, war mit Brauern unterwegs und so weiter. Die Gemeinschaft, zumindest von den kleineren Distillen, ist ja schon auch da, obwohl sie auch in der Konkurrenz stehen. Ja, weiß ich nicht, ob wir in der Konkurrenz stehen. Ich meine, klar, wenn du jetzt dich als Deutschlands größte Whisky-Distille präsentierst, wie wir das jetzt machen, kriegst du natürlich auch gesagt, naja, die wollen den Markt kaputt machen oder sonst irgendwas, aber wir verstehen uns als jemand, der deutschen Whisky salonfähig machen will. Und wir sind kollegial zu jedem, wir nehmen jeden mit, der da möchte. Ja, wir haben auch ganz viele Brenner schon hier gehabt, wir haben auch Leute schon hier gehabt, Bierbrauer, die gesagt haben, ja, wir wollen auch mal ein bisschen, ne? Dann haben wir die beraten und World Whisky Lounge, ne? Wir haben eine der größten deutschen Sammlungen hier stehen. Ja? Da sind alle großen Mitkonkurrenten da drin. Das würden wir nicht machen, wenn wir sagen würden, die müssen wir bekämpfen oder irgendwas. Uns geht es hier
dieses Made in Germany endlich auch als Qualitätsmerkmal für den Whisky zu etablieren. Das ist unser Ziel. Habt euch ja offensichtlich die Zeit genommen, jahrelang zu probieren, auch ein bisschen eben auch mit den verschiedenen Hefen, die uns schon erzählt worden ist, um sich dann für eine Hefe zu entscheiden. Das ist ja sehr schlau, dann erst dann praktisch in die Produktion. Das wäre aber auch nie passiert, wenn wir keine Bierbrauer gehabt hätten. Ja. Wenn man jetzt irgendwie, ne, das ist halt schon, du merkst halt schon, dass die Herangehensweise von den, gerade von Mario als unserem Master Distiller, eine Geschichte aus Sicht des Bierbrauers war. Das heißt, das, was hier rauskommt aus den Washbacks, das ist schon geil. Also das trinke ich unheimlich gern tatsächlich. Ne? Okay. Also es ist so ein Misch aus einem guten Hefeweizen und so ein Pitzel so ein bisschen wie ein Federweiße. Ne? Also das ist unheimlich interessant. Ne? Und eigentlich 8 Volumen ungefähr. Eigentlich bräuchte es nur noch Hefe reinzuschmeißen, dann hättest du auch ein gutes Bier. Ne? Und das ist natürlich auch wichtig. Und das ist der Schritt, wo es sich nachher auch trennt. Ne? Ja, genau. Und diese Zeit sich zu nehmen, ist nicht nur sehr schlau, sondern das ist auch nachher kriegsentscheidend. Ne? Weil da haben wir unsere Qualität gefunden. Und die ist uns ja auch, ich muss es nochmal wiederholen, das ist uns ja auch gleich bestätigt worden. Wir haben ja nicht nur 2018 mit dem New Make die Goldmedaille gewonnen, sondern gleich ein Jahr später, 2019, bei der gleichen Veranstaltung in London mit unserem Bondi Silbermedaille. Und das für einen Dreijährigen, das ist schon, das war schon, also da können wir stolz drauf sein. Das brauchen wir uns nicht zu viel zu verstecken. Ja. Und damit sind wir auch am Ende dieser schönen Talkrunde, sage ich mal. Es war ja keine Diskussion, wir waren uns ja größtenteils einig. Ja. Also eine Goldmedaille, eine Silbermedaille, wir gehen jetzt essen, weil ansonsten fressen die anderen das Buffet auf. Wir wollen aber auch noch ein bisschen was haben. Ja. Wir wollen ja noch das ein oder andere Gläschen mit euch probieren und sind auch ganz gespannt, was ihr da noch für uns übrig habt. Immer noch ein bisschen was. Die sind ja auch alle ein bisschen verrückt, der Mario, nicht der Mario, der Andi. Ja. Der Andi hat vorhin den Tresor aufgeschlossen und da stehen, glaube ich, 1000 verschiedene Flaschen Whisky und er hat gesagt, können wir alle probieren. Machen wir auch. Ich muss auch sagen, wir haben jetzt den Kopf interviewt, wir haben die Hand interviewt, es fehlt jetzt eigentlich noch das Herz. Das Herz. Ja. Der Mario. Ja. Wir müssen mal gucken, ob der in einem von diesen Washbacks... den müsst ihr auf jeden Fall. Also, macht's gut. Ciao. Ciao.